Nächstes Video, let's fucking go. Ich habe gesehen, dass Kurzgesagt ein Video hochgeladen hat. Und ich dachte, ich gucke mal rein. Das ist YouTube Deutschland 3. Jetzt haben wir uns den Kurzfilm von... Habe ich vorhin Kurzgesagt gesagt? Ich meine kein Konzept. Was für Kurzgesagt, Digga? Dieses Video wird unterstützt von Instant Gaming. Checkt gerne das Gewinnspiel in der Beschreibung ab. Viel Spaß mit diesem Video. Danke, Computerstimme. Menschen wollen einfach nicht wahrhaben, wie viel Zeit... Das bin ich! Das wusste ich nicht mal. Also, dass ich in diesem Video vorkomme. Jetzt haben wir uns ein Video angeguckt, wo ich vorkomme. Und jetzt gucken wir uns einfach ein zweites Video an, wo ich vorkomme. Überall vor, ich bin überall! Vergangen ist, weil sie nicht mehr so jung sind. Und es nicht mehr so einfach ist wie früher. Im Titel von dem Stream steht, oh mein Gott, bin ich so ein Vollidiot. Habe ich da wirklich kurz gesagt geschrieben? Bin so... Kurz gesagt! Halt dein Maul! Oh mein Gott, ey. Ich bin so ein Höllhorst, Alter. Vor allem, ja, ein Konzept, ja, wegen kein und dann großes K. Und ich schreibe kurz gesagt und das gesagt hat auch ein großes G. Geht schon mal in die richtige Richtung. Kurz gesagt, halt dein Maul. So. Wir bleiben hier bei den Fakten. Kein Fake News. Jetzt sind die ganzen Leute enttäuscht, die kurz gesagt sehen wollten. Hä? Habe ich wieder kurz gesagt geschrieben? Ist alles in Ordnung mit mir? Ein Konzept, Junge. Ich schwöre, das ist nicht gespielt. Ich bin so ein... Was ist mit mir? Also ich zweifle gerade wirklich an meinem Intellekt. Sorry, dass ich gerade so lost bin. Ein Konzept? Bruder, kein Gehirn. Jetzt ist aber richtig, oder? Kein Konzept. Ja. Was ist denn los mit mir? What the fuck? Ich glaube, die TwitchCon hat dich zerstört. Ich schwöre, ich habe kein Bubatz geraucht. Ich war in Amsterdam, aber ich habe kein Bubatz geraucht. Ich schwöre. Ich schwör's. Gut, ich glaube, es ist alles wieder in Ordnung, Leute. Ich habe mich beruhigt. Mein Gehirn hat sich beruhigt. Vic war wohl sehr ausgiebig in Amsterdam unterwegs. Ja, das ist halt das Ding. Also, viele beziehen das auch so ein bisschen auf sich, weil die älter geworden sind und das Leben für sie auch schwerer, logischerweise. Und dann denkt man auch gerne, also wenn man sich diese alten Videos sieht, dann erinnert sie das an eine unbeschwertere Zeit. Und, Back in 2016. 2016 ist für mich auch noch relativ frisch tatsächlich. Also wenn ich über das alte YouTube rede, dann meine ich eher so 2012 bis 2015. Aber am ehesten 2014. Was sind das für Stock-Footage-Videos? Aber kurz gesagt, aka kein Konzept, hat eine kurze Zeitreise gemacht ins Jahr 2016. Ich finde, man darf sich nicht an die Vergangenheit klammern. Es ist Vergangenheit. So, und man darf sich nicht zu sehr in dieser Nostalgie verlieren. Ich finde das so geil, man hört, wie ich das sage, aber das Video macht genau das Gegenteil. Ist Vergangenheit. So, und man darf sich nicht zu sehr in dieser Nostalgie verlieren. Ich hatte das Gefühl, früher YouTube, das war viel mehr Leidenschaft und viel mehr Hobby. Ja, also der Mann im Hintergrund, der das Voice-Over macht, ich stimme dem auf jeden Fall zu. Das sind weise Worte, finde ich. Ich hatte das Gefühl, früher YouTube, das war viel mehr Leidenschaft und viel mehr Hobby. In Anführungsstrichen, alten YouTube-Ära hat man einfach ganz anders gedacht und ist auch ganz anders bestimmte Dinge angegangen. Und heute ist alles sehr, sehr business-fokussiert. Damn, ja, Mann. Ja, Mann. Also der weiser Mann auf jeden Fall. Sympath Generator. Also keine Ahnung, wer da... Ich habe absolut keinen Plan, wer da gerade redet, aber das regt zum Nachdenken an, Mann. Sehr, sehr... Jenny hat geschrieben, der Voice-Over-Mann scheint sehr klug zu sein, auf jeden Fall. Der scheint etwas in der Birne zu haben. So. Ich glaube, das nach dem, was eben passiert ist, darf ich das nicht sagen. Aha, ich bin so ein Vollidiot. Business fokussiert. Nice. Ja gut, KS Freak habe ich jetzt nicht wirklich vermisst.
Zeiten. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Bray das nicht in Comic Sans geschrieben hat. Ja, kurz gesagt. Warum hast du das nicht in Comic Sans geschrieben? Mr. Kurz gesagt. Imagine, das nächste kurz gesagt Video, was ich mir angucke, da nenne ich den kein Konzept. Fortsetzung folgt. Warte mal, das Video ist doch. Hä? Es hat doch gerade erst angefangen, das Video. Also sendet mir ein Video von euch, wo ihr euch bei euren Lieblings-YouTuber bedankt, dass er oder sie eure Kindheit geprägt hat. Das ist eine süße Idee, Mann. Ja, mein Kurs geht raus an BastiGergi. Ich habe, als ich 11, 12 angefangen, Minecraft Zug zu spielen und muss ich schon sagen, das hat mich in der Kindheit, Jugend sehr geprägt. Süß. Natürlich. Julian Bam war damals für mich der krasseste YouTuber, weil er jede Woche... Warte mal, wer hat Julian Bam? Einfach so krasse Videos produziert. Ja, Julian Bam war okay, aber wisst ihr, was mich an Julian Bam immer so ein bisschen genervt hat? Der hat so Quantitäts-Content gemacht irgendwie. Also irgendwie, keine Ahnung. Bei Julian Bam dachte ich mir immer, da hätte man sich mehr Mühe geben können. So irgendwie steckt da keine Arbeit hinter. So, das ist so Fließband-Content, was Julian Bam immer hochgeladen hat, oder? Ah, yes. Meine Kindheit wurde sehr durch Trimax geprägt, weil damals... Trimax? Was war denn deine Kindheit gestern? Nein, sorry. Boah, Trimax ist doch super aktuell, oder nicht? Ich habe Clash Royale-Videos geschaut und ich wollte einfach nur sagen, danke Trimax für die schöne Zeit. Ich wollte mich bei Domtendo bedanken, meiner Kindheits-YouTube-Legende, die immer coolen Stuff gebracht hat. Ich schaue den, seit ich 6 oder 8 bin, jetzt bin ich 16. Bruder, ich sag's dir. Warte mal, was? Ich wollte mich bei Domtendo bedanken, meiner Kindheits-YouTube-Legende, die immer coolen Stuff gebracht hat. Ich schaue den, seit ich 6 oder 8 bin, jetzt bin ich 16. 6 oder 8? Bruder. Aber so lange kann er ihn nicht verfolgt haben, weil früher hieß er Geilkind. Ich habe 3 oder 4 Jahre nicht kapiert, dass es Geilkind heißt und nicht Geilkind. Weil ich habe den immer Geilkind genannt. Es gibt sogar Alligator24-Episoden, also Let's Play-Folgen, wo ich sage, ja, da gibt es auch diesen Nintendo-Let's Player Geilkind. So in 1 oder 2 Videos habe ich den so genannt. Ich sage es, wie es ist. Heptik, ganze Kindheit, Monte, einfach die ganzen COD-Videos früher. Black Ops 2, selber PS3 gespielt. Mega geil alles. Ich bedanke mich bei Sascha und Nico, ihr habt meine Kindheit geprägt. Monte, ich wollte mich dafür bedanken, dass du mich circa seit 8 Jahren unterhältst, seitdem ich 11 Jahre alt bin und einfach ein Teil von meiner Jugend. Ich finde das teilweise krass, ne? Scarlett hat geschrieben, Vic hat mich am meisten geprägt, to be honest. Ich hatte damals mega die Probleme mit Depressionen etc. und nur Eblali konnte eine kurze, unbeschwerte Zeit gegeben und ja, ich bin mega stolz auf deine Entwicklung. Süß, dankeschön. Ich wurde super oft, also wurde nicht mega oft auf der TwitchCon angesprochen, weil auf die TwitchCon kamen nur Leute, die ja entweder selber Streamer sind oder Affiliate oder Partner. Es gab auch Community-Tickets, aber nicht so viele und keine Ahnung, war halt mehr so ein internationales Ding. Nichtsdestotrotz wurde ich da ab und zu mal angesprochen von Leuten, die schon älter waren, also beispielsweise 25 oder so, und dann gesagt haben, yo, ich gucke dich, seitdem ich in der Grundschule war. Und das ist halt so krass. Oder gab es zum Beispiel eine Person, die hat gesagt so, yo, ich habe damals die Alligator24 Sachen geguckt, 2010, und 2010 ist halt einfach 12 Jahre her. Da ist einfach eine Person, die verfolgt mich seit 12 Jahren und trifft mich das erste Mal in Amsterdam. Das ist auch für mich krass. So, keine Ahnung. Warst und immer noch bist. Ja, oh, mein Abi, ich danke dir für deine aufmunternden Worte immer. Und dass du meine Jugend so geprägt hast. Ich kenne jede Real-Life-Story in- und auswendig. Ich wollte mich bei Revinzeit bedanken. Nee, Spaß nicht, man guck Revi. Ich wollte mich bei Elias Nerlich bedanken für die Obhut in der Corona-Pandemie. Danke, Ernie, dass du meine Kindheit geprägt hast. Kuss geht raus an Sascha für das Prägen meiner Kindheit der letzten 9 Monate. Kuss, Digga. Also, ne, der letzten 9 Monate. Also in der Zeit, wo er keine Videos hochgeladen hat. Da hat er mich am meisten geprägt. Kuss, Digga. Also ich möchte wirklich sehr, sehr großen Respekt an und ein sehr, sehr dickes Dankeschön an Paluten raushauen. Sascha und Nico, Junge, Innsgruppe und unsympathisch. Ganze Kindheit geprägt. Ich gucke jetzt. Aber die ganze Kindheit. So. Seitdem Danke ich eins an bin. Sascha, Nico, Peter. Krass. Und Spendi für die besten und lustigsten Minuten. Sascha und Nico kommen übertrieben häufig vor. Was geht ab, Lukas? Dankeschön. Danke, Adler, das war meine Kindheit so. Was gab die Leute? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch vorkomme? Ich glaube, null. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele so, dass viele aus meiner Community so in dieser Ein-Konzept-Community sind. Oder? Einmal mindestens. Ich sage null. Wir gucken weiter. Nicht spoilern. Lecker, Schmecker. Danke, Gomme, dass du mich so geprägt hast für deine kreativen Videos und deine Bad Wars Challenges. Meine Kindheit haben geprägt Monte auf jeden Fall, Unge, Chaos Freak, Apo Red. Ich wollte Mickey danken. Danke für deine geilen Streams, für deine geilen Videos. Kranke Jeans, Mann. Oder ist das ein Teppich?
Ich habe einen Level-Up-Shaker von dir, von damals. Ja, das ist eine ganz andere Bubble. Pad, Foto von Gamescom, alles. Ich danke also ich glaube, wenn kein Konzept jetzt so ein, keine Ahnung, Anime-YouTuber wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher. Die Wahrscheinlichkeit wäre höher, halt dein Maul. Was laber ich? Es wäre eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass mich da der ein oder andere grüßen würde. Mach weiter so, sehr unterhaltsam. Kuss. Ich und meine Oma möchten uns bei Gomme HD bedanken, dass er unsere Jugend geprägt hat. Also meine Jugend haben geprägt Muscle Scorpion, Liv Floyd, Haptic Rush und auch Eblasi. Ja! Ich komme vor! Ich habe seine Kindheit geprägt. Guckt ihn euch an. Ja? Guckt ihn euch an. Den habe ich geprägt. Ja? Wen habt ihr denn so geprägt? Okay, weiter. Wollte ich den Jungs auf jeden Fall mal Danke sagen. Danke und Kuss gehen raus an Matic, Junge, Skylight TV und unseren Unge. Also ich bin ja nicht based, ne? Aber das war bisher der korrekteste Typ so. Also vom Aussehen und vom Bart und vom generellen Vibe. Ich bin ja nicht biased, aber... Wollte ich den Jungs auf jeden Fall mal Danke sagen. Danke und Kuss gehen raus an Matic, Junge, Skylight TV und unseren Unges. We love you, I love you und Matic, wir brauchen wieder neue Content. Ich würde mich gerne bei Blackout und Moji bedanken, denn durch die bin ich überhaupt zum Motorrad gekommen. Ich schaue Blackout jetzt seit 2018. Ja, er wirkt wie ein Macher. Seit 2019. Bestimmt und ist das Macher. Ja, danke für eure Videos. Ich würde mich gerne bedanken beim Freedom Squad, Gym Let's Play, Paluten, Zombie und Maudado, die mich eigentlich durch das Erwachsensein begleitet haben. Und noch ein ganz großes Dankeschön geht auch noch an Herrn Blali, der einfach so ziemlich meine Kindheit geprägt hat. Also, viel Spaß. Ja, Mann! Zweimal! Warte kurz. Ich habe vorhin noch gesagt, ja, das sind diese Anime-Fans. Das sind diese Anime-Fans, die ich geprägt habe. Und dann sehe ich im Hintergrund, meint ihr der Bray mag Anime? Was glaubt ihr, Leute? Meint ihr, dieser Bruder hat irgendwas mit Anime oder Manga zu tun? Glaube nicht. Auf keinen Fall. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich auch nicht. Display Paluten, Zombie und Maudado, die mich eigentlich durch das Erwachsensein begleiten. Aber guck mal, das ist ja schon wieder so ein, also der kennt mich und auch das ist schon wieder so ein wunderschöner Adonis. Durch das Erwachsensein begleitet haben und noch ein ganz großes Dankeschön geht auch noch an Herrn Blali, der einfach so ziemlich meine Kindheit geprägt hat. Also viel FIFA für uns. Wegen euch. Erstmal mal ganz YouTube Deutschland bedanken. Warum nicht? Falls die noch jemand kennt, LP Massive. Den der hat dich speziell sogar erwähnt, ne? Krass, oder? Ich dachte wirklich, ich komme null mal vor. An LP Massive, der Bruder soll mal wiederkommen. Leider konnte nicht jeder ins Video packen. Schick mir gerne auf Instagram. Warum eigentlich nicht? Dann hättest du die 8 Minuten voll gemacht. Dann hättest du mehrmals Werbung schalten können. Beide hatten auch die bessere Kameraqualität. Zufall? Glaube nicht. Ja, meine Zuschauer sind einfach keine Geringverdiener. Gut, Freunde. Danke, kein Konzept, dass du meine Kindheit geprägt hast. Krank. So. Ja,